Hallo an meinem Basteltisch. Ja, ich habe heute doch noch ein bisschen Zeit, um hier wieder weiterzumachen. Ist ja schon relativ weit, finde ich. Also diese Seiten sind eigentlich jetzt alle so weit, dass ich da, ja, gefällt mir. Jetzt geht es um diese ganzen Sachen und dazu hatte ich ja diese Umschläge schon gemacht, die beiden. Die sind schon so weit und dann hatte ich ja gesagt, eigentlich möchte ich gerne noch so was hier haben. Ja, diese Art Tag. Und erst war ja meine Idee, das irgendwie immer so zum Klappen zu machen. Das werde ich aber sein lassen. Ich werde wirklich dann nachher eine Tasche bauen und diese Dinger irgendwie einstecken. Die sollen aber nicht so klein werden wie das hier. Ich hätte die schon gerne sehr groß. So auch in der Form oder in der Höhe und alles wie diese Umschläge, wird es immer wie ein bisschen gleich wird. Nicht so breit, aber die Höhe sollte, glaube ich, schon so sein und dann noch ein Stück breiter. Ja, also gucken wir mal jetzt, wie das so weitergeht. Ja, dazu habe ich mir jetzt gedacht, ich mache das nicht so, dass ich da, wie bei dem Ding hier, hatte ich ja Papier genommen und das alles bestempelt. Das machen wir hier mal ein bisschen anders, weil ich habe ja nur genug Papier von diesem ganzen Set. Und ich werde diese Tags aus schwarzem Papier machen und die dann mit dem anderen Papier bekleben. Deshalb habe ich hier auch ein relativ dünnes schwarzes Papier. Ich weiß jetzt ja nicht, das ist wahrscheinlich. Ich muss mal schnell gucken. Ich habe hier den Block noch liegen. Das ist hier mal so ein. Der ist ja nicht alt. Was war das denn hier? 110 Gramm hat der. Also irgendwie, ich weiß ja nicht, wo der war, her war. Der ist richtig alt. Und eigentlich habe ich damals sehr viel schwarzes Papier gekauft, aber brauche ich gar nicht so oft. So, jetzt ist es natürlich so, wenn ich das Tag, ich hatte hier mich schon mal rangemalt, 16,5 in der Höhe und 10 in der Breite wollte ich gerne machen. Dann ist natürlich so, wenn ich das klappe, also 10 cm, 10 cm, dann reicht das ja schon nicht mehr. Ne? Für zweite Mal rumklappen und ich hatte ja eigentlich ja eine Dreie. Würde bedeuten, ich musste hier jetzt erstmal eben mal mit so einem halben Papier, da habe ich mich auch noch einen Block von, mal erweitern. Das heißt, das machen wir jetzt einfach mal. Da kleben wir jetzt hier erstmal ein kleines Stück Papier noch hinten ran. Also an das A4, eins in A5. Und erweitern uns einfach mal das Stück Papier. So. Dass wir da das dann dreimal klappen können. So, und ich hoffe, ich schaffe das jetzt hier. Mal sehen, dass ich es hier unten so ein bisschen anlege auf die Kante und schaffe da das andere so ein bisschen gegenzusetzen hier und dass es dann hoffentlich gerade ist. Naja, so. So könnte das, glaube ich, gehen hier. So. Mal gucken. Naja, hier ist ein bisschen Kleber, aber das macht nichts. So, das wäre jetzt also erstmal mein ganz langes Papier. Und dann muss ich jetzt natürlich, das Tag habe ich noch nicht so fertig aufgemalt. Das muss ich jetzt noch mal kurz machen. Also ich hatte in der Höhe 16,5 bis dahin und in der Breite 10 cm. So. Muss ich das hier nur noch mal miteinander verbinden. So. Und dann habe ich jetzt hier schon, wie gesagt, meine Taggröße, das Abschneiden. Ui, sehr lustig. Naja. So, und dann hatte ich ja einfach hier so eine Linie sozusagen gezogen, die ich dann runterschneide, auch wieder mit der Zackenschere, denke ich. Ja, so ungefähr könnte man das machen. Das ist ja alles so ein bisschen freie Schnauze. Weil es keine Rolle spielt, wo das genau ist. So. Oder ist das mir zu hoch? Das ist jetzt die Frage. Das ist natürlich ganz schön hoch hier, wa? Machen wir das ein bisschen steiler? Oder Quatsch. Ja, doch steiler. Ja, ich glaube ja. Das ist irgendwie ein bisschen zu. So mächtig hier. Ein bisschen. Ein bisschen so. So. Okay.
Gut, dann können wir jetzt wieder diese Zackenschere hier holen, die so ungleichmäßig ist. Finde ich ja immer sehr schön, wenn man ein Muster drin schneidet, was nicht irgendwie nach. So. Gut, dann schneiden wir das jetzt hier wieder. Mache ich ja sozusagen genauso, wie ich das andere Ding da gemacht habe. Also einfach hier so durchschneiden und dann hoffe ich, dass ich das irgendwie hinkriege. Natürlich muss ich jetzt bis da ran schneiden, wenn es geht. Das ist immer ein bisschen doof, weil diese Zackenschneider schneidet immer irgendwie so ein Stück. Lassen wir nur das da ran und den Rest schneiden wir lieber mit so einer kleinen Schere hier nach. Das ist mir lieber. Die macht dann da irgendwann einen Ritsch drin und dann war's das. So. Dann können wir das ja hier auch ausschneiden. Der ist noch nicht mal bis ran geschnitten. Ist natürlich wirklich ganz schön dünn jetzt, ne? Mit den 110 Gramm. Aber hat ja gesagt, wenn dann noch zwei Lagen sozusagen von dem anderen Papier raufkommen, ist es ja dann schon wieder ein bisschen dicker. So, das ist übrig. Das brauchen wir erstmal nicht. Und jetzt kniffen wir das am besten erstmal eben mal hier. Auf der falschen Seite eben mal. Dann kann ich es nämlich einfach bloß umdrehen. Ah, hier, siehst du, da ist ja auch schon mehr so das, da was ein bisschen blöd ist, wenn man das faltet. Das Papier. Ein bisschen breiter machen. So, jetzt. So, da habe ich jetzt also meinen Tag sozusagen. Können wir hier nochmal so eine Ecke abschneiden. Das ist ja eigentlich ideal wie. Das gibt ja Leute, die machen es lieber so oder so. Man könnte doch abmessen, braucht man aber ja nicht. Weil wir können ja einfach das hier nehmen und dann legt man ja das andere einfach hier rauf und schneidet das ab. Das ist ja das, was so witzig ist. Hm? Dass man aus der Ecke das andere Ding dann auch wegschneidet. Und außerdem sieht man das hinterher sowieso nicht. So. Gut, dann muss ich natürlich hier noch ein bisschen was wegradieren. An dem Tag. Und das Ganze hier eben mal jetzt die Faltung umdrehen. Und in die Richtung geht. Und dann können wir das wie bei dem anderen Ding hier mal rumfalten. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Das ist ja immer ein bisschen doof. Das Papier ist auch nicht so schön zum Falten, glaube ich. Siehst du, da ist dann so eine Kante. Hätte ich nicht genug darauf gezogen kriegen. Naja. Macht aber nichts. So, das war das da. Und dann drehen wir das auf alle Fälle noch eben mal hier rum. So, war. Siehst du, da ist das auch so. Da steht eine Kante. Warum das eigentlich? Krieg's nicht bitte daran gezogen. So. Aha. Die sind dann schön gleichförmig, ne? Und das ist natürlich immer noch ganz schön groß. Hätte man es doch noch steiler machen müssen. Seht ihr das, was ich meine hier so? Weil das wäre ja schöner, wenn es ein bisschen so ist, oder? Kann man das noch verändern hier so, dass das so ist? Bei dem anderen war zwar auch parallel, aber der Abstand hier war größer. Ich glaube, das machen wir nochmal. Das schneiden wir hier nochmal nach auf eine andere. Das macht nichts. Achso, das ist die falsche Schere. Hups. Ja. Das machen wir hier, verändern wir einfach jetzt. Wer sagt, dass das so sein muss? Wir machen das einfach noch ein bisschen so. Fällt mir besser. So, weg damit. Also, zack, zack, zack. Genau, und dann kann das ja hier
dann abgeschnitten werden. Das kann man jetzt schon machen. Das ist zu viel. So, das ist jetzt mein Tag. Ja, und jetzt habe ich ja diese ganzen Papiere hier, die noch so übrig waren. Wobei ich dann dachte, hier wäre schön, wenn man das benutzt, um auf diese Dinger, die ich hier hinschieben will, da immer jeweils was drauf zu machen. Also das kommt erstmal weg. Aber diese Dinger hier kann ich ja super verwenden, um da irgendwas drauf zu kleben. So, und hier brauche ich ja bloß, ne, an der Stelle brauche ich auch nicht das ganze Tag, weil da ist ja die Tasche drüber hier. An der Stelle ist das genauso, ne? Da brauche ich eigentlich nur so ein Stück, was bis hierhin ist. So. Plupp. Vielleicht kann man das wirklich aus Bedendingern. Ne, das werde ich nicht schaffen, wa? Mal gucken. Wartet mal. Wie viel brauche ich eigentlich? Ich muss mir das hier mal kurz mal anmalen. Also theoretisch brauche ich hier so ein Stück. Bis da. Und wie viel ist denn hier noch übrig? Reicht das noch? Oh, guck mal, das reicht. Schön, dann krieg ich wenigstens daraus ein Stück. Gut, ich mache die Sachen ja immer einen halben Zentimeter insgesamt kleiner. Das heißt also, das waren jetzt hier 10 in der Breite. Also brauche ich für diese Papier, wenn ich das jetzt für Beete nehmen will. Mal gucken, auch die Uhren sind hier irgendwie so rundrum. Ist eigentlich egal, wie rum man die nimmt. Die drehen sich immer so ein bisschen rum. Also bräuchte ich da 9,5, was jetzt hier wieder schwierig wird. Ja, auf meiner Maschine, das wisst ihr ja schon, das ist immer noch dieselbe. So, 9,5 die Breite. So. Gut, jetzt habe ich bestimmt genau da abgeschnitten, wo ich schon mal eine Kante dran hatte. Genau so ist es. Dann zeigt mir schon wieder. So. Also eigentlich brauche ich bloß hier so ein Stück. Was ich festklebe, war. Oder machen wir. Ja, das reicht bis dahin, reicht das vollkommen. Dann kann ich die andere Seite nehmen. Genau, und das bis dahin kleben. Gut. Also schneiden wir das jetzt hier nur ab. So, und jetzt gibt's ja, müssen wir da ja irgendwo noch die Schräge rankommen, kriegen. Ah, das ist auch nicht so schwer, weil das machen wir jetzt einfach so, dass wir die hier hinterpacken. So, dass das hier so Kante ist und dann kann man das, achso, ich muss ja mal, nee, wir müssen genau aufpassen. Kann trotzdem sein, dass diese Beginnkanten unterschiedlich sind. So, und wenn ich das Papier jetzt so darin kleben will, dann wäre es natürlich sinnvoll, dass ich auch die Ecke an der Ecke anlege hier, die ich nachher haben soll. So, also sozusagen die Kante und die Kante sollte drunter genau sein. Dann kann man das auch hier abschneiden. Dann haben wir genau dieselbe Ecke. So. Und auf der Seite schieben wir das dann auch so hin, dass hier oben die Kante drunter sitzt und hier unten die Kante drunter sitzt. Dann schneiden wir das hier ab. So, dann habe ich jetzt dieses Stück. Da würde ich gerne natürlich noch ein bisschen was Blaues drumherum machen. So, angewischt. So. Und dann können wir das Teil da schon mal auf das hier runterkleben. So. Hast du das schon mal? Dass wir das richtig hier in den Clip kriegen. Mit dem entsprechenden Abstand so ein bisschen. So, ne? Das dürfte jetzt passen. Dann den Rest sehen wir ja nicht. Genau. So, und auf der anderen Seite machen wir das genauso. Ups. Na. Da müssen wir jetzt einfach nur genauso machen. Haben wir auch die Uhren. Mit dem Abschneiden mache ich das hier auch so, dass ich mir die Kante da anlege.
Versuche ich jedenfalls so. Jetzt so. Ja, jetzt so. Dann schneiden wir die weg. Und auf der anderen Seite machen wir das auch so. Dann machen wir das. Und dann machen wir wieder ein bisschen was Blau dran. Ne? Und dann kann ich das da auch aufkleben. Dann haben wir jetzt das erste Papier schon weg. Ich hoffe, dass meine Papiere da reichen. Das ist immer so ein bisschen tricky, dass ich immer am Anfang nicht genau weiß, reicht das alles oder muss man irgendwie sehen, wie man mit klarkommt. Am Anfang hat man so viel Papier und dann irgendwann merkt man, oh, vielleicht doch nicht das richtig zugeschnitten, manches oder ähnliches. Ja. So, plupp. Ja, und dann denke ich dann doch manchmal, dass so ein digitales Papier natürlich an der Stelle einen Vorteil hat, wa? Wenn ich das da alles runtergeladen habe, könnte ich mir einfach nochmal eins ausdrucken. Wenn eins fehlen sollte oder irgendwas. Hat schon Vorteile, aber wie gesagt, ich müsste dann echt gucken, ob mein Drucker das kann. Und außerdem habe ich jetzt im Moment noch so viel Papier, was ich gerne verarbeiten möchte, was ich mir ja auch gekauft habe. Da wäre ja Quatsch, da nochmal irgendwie in dieser Richtung für zu unternehmen. So, und schon haben wir jetzt das erste hier so, dass ich denke, ja, geht. So, gucken wir mal. Ist doch okay, oder? Jo. So, das war dieses Papier. Jetzt könnt ihr mal gucken. Was können wir noch machen? Hier haben wir noch so was. Ich finde eigentlich dieses hier auch sehr schön. Das hier, das Weiße, ist ein bisschen blöd, weil es so ganz aus dem Rahmen fällt. Das ist auch schön. Aber so was hätte man jetzt auch oben hinkleben müssen, weil das ist ja ein bisschen doof hier. Obwohl, das geht auch. Guck mal, wenn ich das hier wegschneiden, geht noch. Oh, wenn wir eigentlich das nehmen, ist doch ja nicht so schlecht, hä? Und vor allem, dann kann ich hier so durchschneiden. Machen wir das. Ach so, hier ist eine ganze Tasche. Aber das, ja, wenn ich das aber nehme, auf einer ganzen Tasche, seht ihr, dann hätte man dieses Ding. Dann hätte ich aber den Delfin hier unten noch. Das wäre schön. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Das ist so eine. Das würde aber gehen. Denkt man schon. Ja, jetzt ist das wirklich hier ein Stück größer, da muss ich drauf achten, oder? Lassen wir das außen vor, sondern machen das hier wirklich so, dass das dann passt. Ja. Gut, okay, ich werde jetzt erstmal das auf die Größe zuschneiden, die ich haben muss. Und zwar muss das. Mal gucken, also hier unten angesetzt und hier unten angesetzt. So ungefähr brauchen wir. Und dann, ich glaube, ich mache das auf dieselbe Breite. Wisst ihr? Also auch diese 9,5. Schneiden wir erstmal die 9 ab. Da habe ich nämlich den kleinen Delfin gerettet. Und hier machen wir diese 9,5 auch. Ja, das ist am besten. So, jetzt müssen wir ja auch diese Kante da schneiden. Eigentlich muss ich das jetzt genauso machen. Machen wir einen Strich oder nicht? Oder schneide ich das jetzt gleich zu? Was meint er denn? Könnten wir jetzt einen Strich machen oder ich schneide das gleich? Eigentlich muss das so. Oder ich mache das andersrum. Lege es so auf. Das ist vielleicht auch nicht schlecht, wa? Dann könnte ich das, guck mal, das fängt man so an zu schneiden, ganz hier oben, und dann kann ich da einen Strich machen, wo ich hin muss. Da muss ich hin. Gucken wir mal. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein bei so relativ dünnem Papier, dass diese Scheren hier auch manchmal schneiden, die ja dann nicht so gut. Davon habe ich auch eine ganze Menge. Ich weiß ja nicht. Naja, so wie das ist. So, haben wir jetzt so was, was darauf passt? Na, siehst du. Ist doch okay.
Dann können wir das jetzt auch nochmal blau machen, so ein bisschen rundherum. Und kleben das mal einfach darauf. So. Plupp. Ach, nee, das war auf der Tasche drauf. So. So. Und damit das einigermaßen aussieht, wenn wir das hier mal so versuchen, an dieselbe Stelle zu kleben. So, dann haben wir hier das zweite Papier schon drauf, siehst du? Okay. Gut. Ja, was kriegen wir darauf? Hier habe ich noch sowas und ich habe ja auch noch hier sowas schönert. Das ist auch nicht schlecht. Mit den ganzen Glühbirnen. Da bräuchte man jetzt ja auch wieder bloß so ein kleines Stück hier, was ich darin klebe. Und hier könnte man die Delfine nehmen. Dann würde ich sagen, ich schneide die Bienensachen erstmal gleich auf diesen 9,5, wa? Das ist ja nur. Dann machen wir uns das nicht so schwer. So, also 9,5. Und dieses Ding auch auf 9,5. So. Gut. Ja, dann versuchen wir mal das hier aufzukleben. Das bräuchte man auf alle Fälle. Ja, so. Und wenn ich das jetzt hier so hinlege, dann hätte ich jetzt ein bisschen reingesteckt, halbwegs gerade. Und dann hätte ich jetzt hier den Punkt und da den Punkt, wo ich schneiden muss. Seht ihr? Jo. Na, von da nach da. Kann ich das hier runterschneiden? Wo ist der Punkt? Immer das selber mit dem Bleistift. So. Na komm. Passt das? Ja, guck mal. Siehst du, dann machen wir das da blau noch. So, dann kann das darauf geklebt werden. Ups, mal gucken. Gut, habe ich hier 5 Fussel dran. So, und als letztes, na, was ist das hier? Klebt nicht richtig an der Ecke, habe ich hier ein bisschen gefuscht oder was? Du sollst das schon kleben. So, und das letzte Ferien jetzt dieses. Und da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich sozusagen hier unten ein bisschen mehr Abstand lasse, wenn ich das jetzt einfach so mit dem Anzeichnen mache. Weil ich möchte ja, dass sozusagen hier oben auch ein Abstand entsteht. Und wenn ich jetzt hier und hier einen Strich mache, dann habe ich ja keinen. Also muss ich das hier ein bisschen höher setzen, hier so, ne? Damit ich das ein bisschen mehr Abstand habe. Einigermaßen gerade, ich hoffe ja, irgendwie so. Dann ist das da und hier. So, dann schneiden wir das auch. Schon wieder. Also das ist immer dasselbe. Ich und die Bleistiftstriche, sie sehen uns aber nicht so ganz. Doch, hier ist er.
Huch, sag ja, irgendwie hacken diese Scheren manchmal bei zu dünnem Papier. So, dann machen wir, gucken wir erstmal, was passt das? Jo, sieht doch ganz gut aus. Und dann habe ich jetzt erstmal die drei Sachen. Dann wir da noch ein bisschen blau nehmen. So. Jo, dann ist das jetzt schon beklebt. Und ich könnte das Ding natürlich wieder auch ein bisschen umnähen. Achso, habe ich jetzt hier oben nicht gemacht, die Kante noch nicht. Mache ich das? Nee, das sieht vielleicht bei dem Ding ein bisschen doof aus. Im Moment habe ich ja bei dem Buch noch ja nicht richtig umnäht. Vielleicht lassen wir das auch so und nehmen nur irgendwelche Karten oder so, dass ich die ein bisschen umnähe. Ach nee, ich wollte ja immer so machen, dass ich hier das andere sehe und dass es irgendwie ein bisschen passig ist. So. Gut, und schon habe ich jetzt die Tag-Halterung sozusagen. So, und ist es jetzt einigermaßen, ja, jetzt ist es auch nicht mehr so flatterig, sondern recht stabil. So, gut, okay. Das wäre jetzt erstmal soweit fertig. Und jetzt fehlen ja die Teile, die hier rinkommen. Und ich muss echt sagen, das, was ich hier gemacht hatte, mit diesem so schräg abgeschnitten und dann so das überklebt, das fand ich eigentlich richtig gut. Also, sowas in der Form. Jetzt habe ich das Einzige, was jetzt so ein bisschen doof ist, ich habe kein Papier mehr, was blau gefärbt ist. Da müsste ich jetzt noch welches machen, habe ich aber keine Lust zu, ehrlich gesagt. Das Wetter ist nicht so schön, dass ich das alle draußen färben kann. Und ich dachte mir, warum nehmen wir nicht einfach Kaffee färbt? Ich habe hier mit so, wo ziemlich viel Kaffee drauf ist. Ja, so. Und aus dem Ding bräuchte ich ja jetzt drei so eine Teile. Das heißt also 297. Ist ein Papier. Was haben wir? 9, 18, 27. Ich könnte 9 cm machen. 9 cm könnte ja ein Flut sein, wa? Jo. So, 9 cm und dann, die anderen waren ja auch so, dass die so hoch abgeschnitten waren und dann so umgeklappt. Eigentlich könnte man das jetzt auch so machen. Ich fand das ja wirklich ganz gut irgendwie als Idee. Mache ich das jetzt hier oben? Müssen wir noch mal gucken, wenn ich jetzt hier irgendwie was zuschneide und das da umklappe. Und dann kann man hier so ein Ding drauf machen. Ist das so? Dann schneide ich hier so ein Stück aus und klebe das da. Anstelle von den Katzen kann ich ja so was darauf kleben. Ne? Hier so genau so ein Ding. So, kann ja auch ein Viereck sein. Ja. So. Ja, jetzt kommt die Frage nach der Höhe. Müsste das ja irgendwie so hoch müsste sein, klappen wir bis da um. So, dann machen wir das andere ein bisschen bis hier. So, so schräg. Wollen wir das mal versuchen, wenn es nicht aussieht, muss ich neu machen. Ja, wir machen das jetzt mal. So, okay. Zack. Dann mache ich das jetzt auch wieder mit der Schere und am besten wäre natürlich, ich schneide einfach auf der Seite, wo der Strich nicht ist. Wenn ich das schaffe, brauche ich den auch nicht wegradieren. So. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, das heißt also, ich muss die Dinger jetzt neu schneiden. Ups. Komm her. So, wo ist jetzt 9? Da. 10, 11, ja. Und ich bin schon wieder blau. Aber das ist ja normal.
So, wenn man das anmalt, dann ist es so anwischt. So. 9, 9 und nochmal 9. So, das ist übrig. Ups, noch jetzt auseinander, ja, weil ich es noch nicht zusammengeklebt habe. So, das würde bedeuten, diese Teil. Ach so, ich kann mir ja noch überlegen, wie rum ich das mache mit dem. Nee, das ist eigentlich das ist doof. Weil dann könnte das genau dagegen stoßen. Die Idee mit dem andersrum war schon nicht so verkehrt, glaube ich. So, jetzt machen wir das hier mal drin. Nehmen wir an, so. Dann wäre das da so drin. Endlich so, wie ich es bei dem anderen hatte. Das finde ich eigentlich ganz gut. So, was aber allerdings wir machen, ist dieses Ding hier unten abrunden. Das fand ich auch gut. Das kriegt man dann besser hin. Das ist ja auch wirklich jetzt bloß wirklich hier so ein kleines, dünnes Stück Papier. Und auch mal nicht blau. Weil ich kein Blau mehr habe. Oder sagen wir mal so, ich habe noch genug auch blau gefärbt, aber da ist dann rosa mit dabei. Denn ich hatte ja von den Ostereierfarben diese rosa und hellblau gemacht und das war zusammen dann auf dem Papier. Das möchte ich jetzt aber da an der Stelle nicht haben. So. Wir könnten die Dinge aber erstmal blau umranden. Das können wir machen. So. Blau und braun geht ja eigentlich, denke ich. Und ich umwandle das ja sowieso hier so ein bisschen. Ihr wisst ja, wurschtlich. Ja, dann hätte man jetzt hier also auch wieder so was, wo man mal wirklich ohne Linien was beschreiben kann. Das fiel mir dann irgendwann gestern auch auf, dass ich natürlich die ganzen Linien relativ dick, oder nicht dick, sondern stark gestempelt habe mit dem Blau. Ich hätte vielleicht auch ein etwas helleres nehmen sollen, dass diese Linien nicht so massiv sind. Ja, aber das ist das, was, ne, ich lerne ja immer noch dabei. Ist ja nicht so, dass ich das jetzt alles schon wieder weiß. Muss ich mir zum nächsten Mal merken, dass man einfach diese Linien vielleicht in helleren Farbtönen stempelt. Denn jetzt ist es ja so, dass ich da wirklich einen ganz schönen Stift nehmen muss, irgendwie der, ja, wenn ich das lesen will, das richtig überschreiben kann. Da hatte ich nicht so ganz dran gedacht. So. Was ist jetzt? Ja, und dann werde ich nachher vielleicht noch, wenn ich noch dazu komme, noch eine von den Karten noch ein bisschen auch mit kaffeefärbtem Papier hinterlegen und dann nochmal, da muss ich ja wirklich dann umnähen. Das finde ich dann schon ganz gut. So, ja, hier haben wir dann irgendwie was wurschtlich gewischt. So, wie ich das immer mache. Ja, dann könnten wir das jetzt hier noch ausschneiden. Ja, dann hätte ich natürlich, also ich jetzt hier so einen Mond ausschneide, schneiden wir das ja viereckig lieber, dachte ich. Hier ist es recht dünn dran an der Kante, aber ich glaube, das gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn es so recht an der Kante dran ist. Und dann so ein Viereck machen wir mal. Muss ich bloß hier immer so ein kleines Stück noch wegsäbeln zwischendurch. Dann hätten wir jetzt so eine drei so eine Sprüche. So. Die da auf den. Ach so, ja, das müssen wir auch schon wieder alle blau machen.
Hätten wir das. Können wir das hier noch zukleben? Das muss ich hier nochmal nachschneiden. Das sehe ich schon. Ja, ist aber nicht schlimm. So. Ja, am besten ist ja, das würde ich natürlich nähen. Dann brauche ich das jetzt ja nicht so doll zukleben. Die Kante. Ich könnte eigentlich gucken, ob ich eben mal rundherum nähe. Das letzte Mal habe ich ja nur unten genäht. Na, komm mal. Ist hier ein bisschen was drauf? Ja. Ah, da hat sie ja so Kleberpupse. So. Kleben wir das hier nur so kurz ein bisschen an. Und dann kann ich das ja nochmal nähen. So. Zack. Bloß, dass wir jetzt was haben, wo wir diese Dinger drin stecken können. Ja, gut, okay. Also ich hatte ja, was hatte ich gesagt? Auf die Seite, ne? So irgendwie. Warum ist hier so ein bisschen Futzel drauf? Das war das längste. So, so wäre ja nicht schlecht hier. Ja, gut, dann kleben wir das hier wieder ein bisschen an. Nur so das Dreieck. Gut, wo kleben wir jetzt diesen Spruch hier hin immer? So in mittig? Ja, war. Das glaube ich ja nicht so schlecht. Wenn der so drauf ist. Ja, glaube ja. So, und den kleben wir jetzt einfach nur oben und unten an. Na, gucken. So, blub, blub, blub. Das hat wenigstens ein bisschen ortet hin hier. Mit meiner Idee mittig? Nee, nicht wirklich. So, da und da ungefähr so. So, dann ist der so angeklebt und kann so bleiben. So, das nächste Ding. Machen wir auch so. Naja, wir knicken die alle in dieselbe Richtung. So, hier irgendwie so ein bisschen. Das soll so. Ja, dann hätte man jetzt hier einen Tag, wo ich auch hier was noch hinschreiben könnte und auf der anderen Seite. Da muss ich mir überlegen, ob das so bleibt oder ob ich vielleicht doch irgendwie noch was hinstempelt. Könnte auch sein. So. Ja, und kriegen wir das hier wieder hin mit irgendwie mittig. Also, naja. So, fast. So. Und das machen wir dann auch so. Na komm. So, gut, haben wir so eine Dinge. Können wir mal gucken. Ich hatte ja bei dem Ding, habe ich das ja irgendwie nachher ein bisschen anders gemacht. Da habe ich ja nicht. So, hier ist eins drin. Ups, achso, ja, unten. Lustigerweise ist es ja an der Stelle noch offen, stimmt. Weil ich es noch nicht zugenäht hatte. Dann ist das ganz kleiner. Achso, ich hatte das ja anders gemacht. Naja, ja. So, das wäre jetzt hier und das untere wäre hier. So. Dann hätte ich jetzt so was hier.
Und dann könnte ich noch oben ein Band dran machen und dann halt jetzt so in so ein Tag da fertig. Was da irgendwie noch in eine Tasche muss. So, ja. Ich finde das jetzt ja nicht mal so schlecht. Wo ist mein Buch hier? Egal, wo ich das hier hinmachen würde. Also wie gesagt, ich muss hier wirklich Taschen bauen. Das hilft nicht. Das geht nicht anders. Weil ich habe jetzt hier Enzymark natürlich. Das, ne? Dadurch, dass jetzt hier alle Tier ist und hier das flacher, ist das besser, wenn dieses ganze Ding, was ich jetzt hier so einbaue, eher hier oben sitzt. So, ich würde sagen, für jetzt ist das erstmal fertig. Ach so, ich wollte euch noch mal zeigen. Ich hatte, als ich dieses ganze so mir angeguckt hatte, ne, ich habe ja das hier nicht abgeschnitten. Das seht ihr ja schon von dem Tischkalender. Der steht ja eigentlich dann so, ne, hier so. Das hatte ich ja nur aufgeschnitten, weil ich dann eigentlich dachte, weil mir das schon klar war, dass das hier ein bisschen dicker wird, ne? Je nachdem, wenn ich jetzt hier noch Papiere einbaue oder was, dann würde das noch weiter auseinander gehen. Und dann hätte man ja so was machen können, dass man das Ding gleich als Dreieck baut. Das heißt also, diese beiden Dinger überlappend mit Magneten zuzumachen. Und dann hat man so was hier. Seht ihr das? Dann ist es gleich ein Dreieck. Das heißt, ich habe dann auch eben noch Möglichkeiten, wenn es dicker wird, das auch wirklich so wegzupacken. Finde ich eigentlich ja nicht mal so schlecht. Da muss ich noch mal drüber nachdenken, ob ich das so mache. Wenn man jetzt hier zwei Magnete ranbaut, dann würde das gleich immer so als Dreieck stehen. Irgendwo. Also nicht wie ein Buch sozusagen flach, sondern man hätte jetzt hier, seht ihr das, dann hätte ich auch hier noch Platz. Da würde überhaupt nichts mit passieren. Ja, und am dürfsten fand ich eigentlich dieses Ding hier. Ja, da war ich, Jens, naja, dachte mir, eigentlich müsste man das wegschneiden, das kriegt man aber nicht, also das müsste ich richtig absägen. Und jetzt dachte ich, vielleicht ist das ja nicht mal schlecht, wenn ich da ein Band dran mache, weißt du? Weil das hat dann wirklich hier eine Halterung in der Mitte. Also, alles so ein bisschen, es entwickelt sich, ich sag's mal so. So, jetzt habe ich hier eben so ein Tag und ich habe diese anderen beiden Umschläge schon und jetzt sieht man nämlich schon, was da passiert. Ne? Hier. Und jetzt fehlt ja noch ein Tag und dann fehlt mir natürlich noch eine Sache, wo ich denke, ich habe jetzt zwei von den Tags oder Umschlägen, ich muss noch ein zweites Tag davon machen und insgesamt sind ja 12 so eine Blätter. Jetzt sind das bloß vier und eine andere Idee habe ich auch schon entwickelt, dass ich hier nochmal auf zwei andere Sachen noch mache. Und die restlichen kriegen dann einfach nur ein Papier. Ja, das war jetzt erstmal so mein Video für jetzt. Ne? Ich wünsche euch heute einen schönen Sonntag. Ne? Macht das gut. Vielleicht habt ihr auch noch Zeit und Lust, was zu basteln. Wünsche ich euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.